Hallo, herzlich willkommen bei Quiz of the Swissels. Genau. Heute machen wir ganz, ganz leckere Apfelkuchen. Und wir verraten euch jetzt schon mal die Zutaten. Hallo? Wir benötigen ein Ei der Größe M, 20 Gramm Zucker, ein bisschen Vanilleextrakt, 40 Gramm Butter, 170 Gramm Milch. Dann haben wir hier noch 90 Gramm Mehl, Typ 405, eine Messerspitze Backpulver, eine Messerspitze Zimt, zwei Äpfel. Und später, für später zum Reintunken, haben wir hier nochmal 100 Gramm Zucker. Und da werden wir, denke ich mal, so 2 bis 3 Teelöffel Zimt hinzufügen. Weil das Ganze ja so schnell geht, heizen oder haben wir jetzt schon mal den Backofen angestellt. Den heizt ihr schon mal auf Ober-Unterhitze 200 Grad vor. Und dann geht es jetzt schon ans Eingemachte. Als erstes machen wir die Eier, Zucker und Vanillezucker in den Mixtopf und lassen das Ganze für 3 Minuten 50 Grad auf Stufe 3,5 rühren. Genau. Ei ist drin. Und das Zucker. Und jetzt füllen wir die Eiermasse einfach wieder in das Schälchen um. Soll ich das mal schnell machen? Die sieht jetzt richtig schön cremig und schaumig aus. Und jetzt machen wir die Butter in den Mixtopf und lassen die für 2 Minuten auf 50 Grad Stufe 2 schmelzen. Und jetzt geben wir quasi alle restlichen Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 3 verrühren. Keine Äpfel. Die noch nicht. Und danach nehmen wir den Spatel, schieben alles nach unten und dann nochmal für 5 Sekunden auf Stufe 3, damit sich auch wirklich alles vermischt hat. Schauen wir das Ganze mal alles aus dem Mixtopf raus. Wir schauen erstmal alles nach unten. Und dann müssen wir es nochmal rühren. Das muss alles verrührt sein. Dann nochmal alles für die gleiche Uhrzeit nochmal rühren. Wir pitteln unsere Backform jetzt ein. Genau. Da habe ich hier so ein selbstgemachtes Backtrennmittel. Da kann man auch einfach ein anderes Fett zum Sprühen benutzen oder Butter benutzen. Das ist jetzt quasi Öl, Butter und Mehl schon gemixt. Das benutze ich auch immer für die Stoneware. Die Äpfel, die haben wir jetzt schon mal geschält und hier dieses Kerngehäuse rausgeholt. Und jetzt hobeln wir die einfach mit der Reibe auf der gröbsten Stufe, also das ist jetzt hier von denen Stufe 3. Das sind so in etwa 5 mm. Ich mache den ersten und du den zweiten, okay? Und dann nimmt man den einfach hier. Die kleinen Zippel hier, die man dann eh nicht mehr braucht, die kann man einfach essen, ne? Und jetzt gebt ihr quasi in jede Mulde einfach nur einen schönen Ring rein. Einfach so schön in die Mitte reinlegen. Und jetzt gießt ihr einfach die Teigmasse in die Mulden rein. Das geht ja mit dem Thermomix ganz easy. Der Teig reicht wirklich nur für 9 Mulden, also beziehungsweise 8 und 9,5. Wir passen das Rezept einfach an und schreiben das dann nochmal genau in das Rezept rein. Und jetzt bestreuen wir das Ganze mit Zimtzucker. Das habe ich jetzt hier schon mal in diesem Streuer drin. Und das geben wir hier einfach nochmal ein bisschen dünn drüber. Genau, und die jetzt keinen Teig haben, lassen wir einfach drin und machen einfach so Zimtzucker drauf. Schmeckt bestimmt auch super lecker, oder? Ja. Ja.
Und jetzt wandern die in den vorgeheizten Backofen für 18 Minuten. Danach lässt ihr sie mal ganz kurz in der Form abkühlen. Dann stürzen wir das Ganze und dann wälzen wir sie in einer ganz leckeren Zimt-Zucker-Mischung. Ne? Hallo, hier sind wir wieder. Genau, wir haben das jetzt schon mal aus der Form gestürzt. Also wir haben es kurz aus dem Backofen rausgeholt, haben es eine Minute stehen lassen, haben dann ein zweites Abkühlgitter genommen, das oben drauf gestellt, einmal alles umgedreht, wieder kurz stehen lassen, nochmal ein bisschen draufgeklopft und dann einfach hochgenommen. Ne? Und dann ging alles super raus. Ne? Und jetzt tunken wir die quasi in die Zimt- und Zucker-Mischung. Ne? Los. Jetzt kommt noch natürlich die Geschmacksprobe, ob das Ganze denn überhaupt schmeckt, gell? Und geht's? Aber ist gar nicht heiß. Nicht heiß? Warm. Und wie schmeckt's? Mmh. Super! Also wir haben das nämlich schon mal gemacht und ja, der Luca fand das nämlich auch so toll, da haben wir gesagt, okay, das filmen wir, ne? Wir wünschen euch, komm mal zu mir. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Genau, und das Rezept schreiben wir euch wie immer unten und verlinken euch das auf meiner Homepage. Dann könnt ihr das ganz problemlos nachmachen. Tschüss!